Wir beginnen gleich mit dem 221. Wiener Fußball-Derby Austria gegen Rapid. Es ist das erste Derby für die Austria in dieser Saison ohne Herbert Prohaska. Herbert Prohaska hat den Schritt ins Privatleben aber offensichtlich schnell geschafft, denn er tut das, was seine Ex-Kicker heute getan haben. Er spielt ganz einfach Fußball. Können Sie sich erinnern? Sieht nach einem vertrauten Bild aus. Große Namen. Prohaska, Brauneder, Lindenberger, Hasil, Feurer, Ogris, Sarah, Kiklewitz und viele mehr. Zeitpunkt des Geschehens? Vergangenen Sonntag in Simmering. Die Stars von damals spielen ein Benefizspiel gegen die Simmering-Truppe der 80er Jahre für den 34-fachen Teamspieler und Ex-Rapidler Pauli Haller, der wegen gesundheitlicher Probleme finanzielle Unterstützung bekommt. Das eine oder andere Bäuchlein ist zwar mittlerweile gewachsen, aber sonst sieht Simmering an diesem Sonntag Fußball vom Feinsten. Vor allem Ex-Teamchef Prohaska geigt auf der Hart in Simmering und steuert 2 Tore zum 6:30 seiner Mannschaft bei. Prohaska, der Goleador, hier sein zweites Tor zum 6:3 in gewohnt cooler Manier. Und Prohaska, der Retter in letzter Sekunde. Im Vordergrund der gute Zweck und der Spaß an der Sache. Nach den letzten Wochen, die heute turbulent waren, war das heute nach längerer Zeit wieder einmal wirklich ein Spaß. Dann habe ich gesehen, dass ich wieder sehr ehrgeizig bin, weil ich die erste Halbzeit mir ertappt habe, dass ich dauernd geranzt habe. Und das ist ein gutes Zeichen, dass mir der Fußball noch immer sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist natürlich das Wiener Derby, das angesprochene. Achtung, Handyfans und Quizfreunde, aufgepasst, schon in unserem Derby-Bericht steckt die heutige Antwort auf unsere Quizfrage beim Max-Gewinnspiel. Also passen Sie genau auf. Herbert Prohaska und das Derby. Mit diesem Derby wollte er sich ja eigentlich verabschieden, aber die Austria-Führung hat das nicht mehr zugelassen. Die Austria-Fans, die haben heute aber doch deutlich demonstriert, dass sie nach wie vor hinter ihrem Schneckerl Prohaska stehen. Viele Transparente, viele Sprechchöre für den geschassten Herbert Prohaska. Die Person, die im Kreuzfeld der Fans steht, das ist der Fril Consilia und das ist der Dejan Savicevic. Auch er auf der Suche, vielleicht nach einem Nachfolger als Spielmacher, vielleicht ja heute in der Person von Jens Dove. Die Austria von Beginn an mit viel Druck und gleich mit den ersten Chancen. Meierleb und Leitner mit einem gar nicht ungefährlichen Schuss leicht abgefälscht. Die Austria ohne Peter Stöger, dafür wieder mit Knaller im Tor. Auch bei Rapid der Torhüter zurück, nämlich Ladi Meier gesperrt, Schießwald und nicht dabei, weil verletzt, Savicevic. Pfeffer, heute vielleicht in seinem letzten Derby. Und Hopfer kommt hier knapp, aber doch zu kurz. Rapid eigentlich sehr offensiv ausgerichtet mit Wagner, Radovic und Macidi im Sturm. Hier Foul von Pfeffer an Radovic. Wagner, Macidi und die erste gute Möglichkeit für Rapid. Gespielt sind 19 Minuten. Jetzt achten Sie auf folgende Situation. Ein Zweikampf zwischen Freund und der Toro und aus dem Zweikampf wird ein Faustkampf. Und es gibt Rot für Freund und Feind, nämlich für Freund und der Toro. Würde sagen, zu Recht, beide also nach nicht einmal einer halben Stunde unter der Dusche. Erinnert ein bisschen an die legendären Duelle zwischen Ipua und Rachimov. Die Austria weiter überlegen. Blasenegger war das und das ist das 1:0. Torschütze Christian Meierleb in der 29. Minute. Fehler in der Abwehr, ein Missverständnis zwischen Sala und Schöttl. Herrlich gemacht von Blasenegger. Und das 19. Saisontor bedeutet das 1:0 durch Christian Meierleb. Aber auch Rapid hat weiter Chancen. Radovic und Macidi im Nachsetzen. Viele, viele Möglichkeiten vergibt Rapid. Ja, und er ist doch anwesend heute im Horststadion.
Herbert Prohaska, wenn auch nicht aus Fleisch und Blut. Seiten sind gewechselt, Pausenstand also 1:0. Rapid, René Wagner mit der Riesenchance. Und dann, ich würde sagen, ein Elferfoul am Tschechen. Wir werden uns das gleich in der Wiederholung ansehen. Die Austria aber zunächst im Konter. Über Hopfer, über die rechte Seite. Da kommt Meierleb. Wagner würde in der Mitte stehen. Meierleb verstolpert ein bisschen, schießt selbst und Schöttl kann hier noch retten. Aber schauen wir uns das an. René Wagner geht alleine auf Torhüter Knaller. Schießt ihn aber direkt an. Und dann achten Sie jetzt auf Dospel, was er macht. Ja, trifft nicht den Ball, trifft nur René Wagner. Das wäre ein reiner Elfer gewesen, den Schiedsrichter Benke hier nicht gibt. Weiterhin also 1:0 für die Wiener Austria. Aber Radovic. Zweimal Radovic und zweimal Wolfgang Knaller, der heute wieder eine ausgezeichnete Leistung im Tor der Wiener Austria bringt. Rapid verliert viele Bälle, verliert viele Zweikämpfe, wie hier. Plassenegger sieht Meierleb alleine auf Lademeier. Und das ist das 2:0 für die Wiener Austria. Gespielt 67 Minuten. Wieder der Assist von Plassenegger und wieder das Tor von Christian Meierleb. Christian Meierleb hat in seiner langen Karriere erst zwei Tore gegen Rapid gemacht. Eines für die Austria, eines für Admira. Und heute verdoppelt er gleich diese Zahl. Sein 20. Saisontreffer. Ja, geht hier eine stolze Serie zu Ende. Seit 4 Jahren, seit April 96, hat die Austria kein Derby mehr gewinnen können. Und hier gleich die nächste Chance durch Jeschek. Er kam für Michael Wagner. Ja, und Herbert Weber weiß, was hier langsam aber sicher auf seine Mannschaft zukommt. Denn die Zeit verrennt und die Austria führt mit 2:0. Und jetzt ein weiterer Konter von Jeschek, gestoppt von Michael Hatz. Und Schiedsrichter Benkö zückt erneut die rote Karte. Schauen wir uns an, ja, er trifft ihn hier. Er war aber nicht der letzte Mann. Wäre nicht wirklich notwendig gewesen, die rote Karte. Man hätte sich auch mit Gelb begnügen können. Wie auch immer, die letzten 8 bis 10 Minuten Rapid. Nur mehr mit 9 Mann. Und da schießt Plassenegger, der zweimal den Assist gegeben hat. Jetzt selbst sogar auch noch ein Tor. Das 3:0 in der Nachspielzeit in der 92. Minute. Rapid verliert innerhalb von 10 Tagen auch das 3. Spiel. Und kann nur hoffen, doch noch vielleicht den 2. Platz zu gelungen in die paar Tage, dass ich einbringe in die Mannschaft. Und ihnen erklärt habe und dass sie es auch dann so übersetzt haben oder gebracht haben, dass man das wissen überhaupt, wie man da spielt. Schauen Sie, ich möchte jetzt einmal ganz was Wichtiges sagen, dass Rapid ohne Savicevic eine absolute Durchschnittsmannschaft ist. Und ich glaube, es war mir sehr wichtig für uns, dass wir einmal daheim gespielt haben gegen Rapid. Und man hat auch gesehen, wenn man einen Heimvorteil hat, wie die Zuschauer hinter uns stehen, dass wir einen kleinen 12. Mann bei uns haben. Ich glaube nicht, dass ich Fehler gemacht habe, aber natürlich analysiere ich meine Arbeit genauso immer wieder. Ich bin auch bereit, immer wieder zu lernen, nur ist es eben so, dass man halt realistisch denken muss. Und wenn man realistisch denkt und wenn man die Ausfälle von heute sieht, dann muss man auch sagen, dass Rapid gegen die Austria verlieren kann, weil die Unterschiede einfach nicht so groß sind. Gens,